Oh Mann, Leute, heute habe ich mich mit meinem kleinen Bruder Odi gestritten und er hat geweint. Ich muss das wieder gut machen. Habt ihr auch kleine Geschwister? Dann lasst jetzt ein Like und ein Abo da. Und schaut das Video unbedingt bis zum Schluss, wenn ihr mal zusammen mit mir und meinem kleinen Bruder auf unserer eigenen Roblox-Stadt spielen wollt. Okay, ich glaube, ich rufe Odi mal an. Das tut mir wirklich leid, ich habe ihn aus Versehen zu sehr angeschrien. Hallo? Odi? Wer ist da? Ich bin's, Brexy. Oh, was willst du? Ich will gar nicht mit dir reden. Mann, Odi, es tut mir leid. Ich wollte mich bei dir entschuldigen. Ich mach das auch wieder gut. Wo bist du? Du Blödmann. Dann helf mir Pakete tragen. Pakete tragen? Ja. Okay, ich bin gleich da. Bis gleich. Tschüss. Leute, was meint er mit Pakete tragen? Aber naja, das mache ich. Immerhin habe ich ihn angeschrien und das macht man nicht. Boah, was will der denn von mir? Ah, er darf nicht einsteigen. So. Aber was meint er wohl mit Pakete packen? Jetzt bin ich richtig gespannt. Was macht er? Will der etwa ausziehen? Oh nein, ich hoffe, er zieht nicht aus und verlässt mich und die Stadt hier. Ich muss mich beeilen, bevor es zu spät ist. So, wo könnte Odi... Ach, der in meinem Haus. Wartet mal, das ist doch mein Haus. Odi? Brexia? Was machst du in meinem Haus und warum ziehst... Was sind das für Pakete? Das sind deine alten Sachen. Die kannst du ruhig mitnehmen, Brexy. Was meinst du damit, meine alten Sachen? Hast du es nicht gehört, du Dorfkopf? Nein, was? Hey, hör auf, die Kartons rauszutragen. Stopp! Hey, du kommst hier nicht rein! Hä? Martin, wieso kann ich die Tür nicht aufmachen? So! Zugeschlossen, das ist mein Haus, Brexy. Hier oben bin ich, du Doofbatz. Odi, das ist mein Haus, das habe ich gekauft. Ich habe das abgekauft von deinem Vermieter. Odi, du Blödmann, du hast einfach mein Haus verkauft und dir selber gekauft? Ja, ich hab's verkauft und beziehungsweise hab ich's erst gekauft, aber ich will's noch verkaufen. Deswegen packe ich all deine Sachen schon mal raus. Die kannst du ruhig wegräumen. Odi, du kannst doch nicht einfach mein Haus verkaufen. Na klar, kann ich dein Haus verkaufen. Das ist jetzt mein Haus und nicht mehr dein Haus, du Doofkopf. Oh, und ja, ich wollte es wieder gut machen und wollte dich zum Kino einladen, du Blödmann. Jetzt hast du einfach mein Riesenhaus verkauft. Was soll das? Oh, Kino? Wen interessiert das denn? Für wie viel hast du es verkauft? Sag wenigstens für 1 Million. 1 Million? Diese Schrottbude? Ich habe sie für 200.000 verkauft. Für 200.000? Ich habe dafür 1 Million gegeben. Odi, das Haus hat einen eigenen Pool, du Blödmann. Und Kameras. Und sogar Klimaanlagen. Sogar 2 Stück habe ich einbauen lassen. Guck. Ja, Brexy, das ist dann nicht mehr meine Schuld. Oh, du Blödmann. Aber wenn du willst, kannst du es gerne für 300.000 abkaufen wieder. Für 300.000, dann habe ich doch Minus gemacht. Und außerdem hat der Pool allein schon 100.000 gekauft. Was hast du getan? Ah, Brexy, also, ich habe hier schon ein paar Nachrichten von Leuten. Warte, lass mich mal ganz kurz einen Snapchat machen. Ich muss was in meine Story posten. Oh, hallo, verkaufe das Haus. Guck mal in meiner Story, Brexy. Was hast du gepostet? Guck einfach. Jetzt bin ich gespannt. Wer ist denn Kirills? Was will der von mir? Und? Oh, mein Fangirl hat mir geschrieben, Odi. Ah, ihr. Die ist doch voll hässlich. So, warte mal. Hallo, verkaufe das Haus. Du Blödmann. Ich mache jetzt auch eine Story. Nein, tut er nicht. Das wird doch eh keinen interessieren. Nein, tut er nicht. Du Doofkopf. Mann, wer ist denn hier in dieser blöden Gruppe drin? Ich will da gar nicht drin sein. So. Warte mal, ich krieg hier schon eine Nachricht. Hallo, Mr. Odi. Ich will gerne Ihr Haus kaufen. Oh. Brexy, du musst los. Ich krieg einen Kunden.
Oh, die du Blödmann, ich werde dir das niemals verzeihen, dass du einfach mein Haus verkauft hast. Nimm jetzt deine blöden Kartons und verschwinde, du Doofkopf. Das war richtig gemein von dir, Odi. Ich gehe jetzt in mein Auto. Ich will nie wieder was mit dir zu tun haben. Geh doch, du Doofkopf. Tschüss. Oh, Leute, ich muss das Haus irgendwie wieder zurückkaufen. Aber wie mache ich das am besten? Ich habe eine Idee. Ich verkleide mich einfach als irgendwer, ruf ihn an und sag, ich möchte das Haus kaufen, weil ich deine Story gesehen habe. Dann fahre ich zu ihm hoch und kauf das Haus ab. Und dann schmeiß ich ihn raus. Das ist eine super gute Idee. Wenn du diese Idee auch cool findest, dann schau das Video unbedingt noch bis zum Schluss, weil ich werde das Odi heimzahlen. So, ich muss mich jetzt erstmal aber umziehen. Aber jetzt rufe ich ihn erstmal an. Stimme verändern. Hallo, hier ist der Bernd. Ich habe deine Story gesehen, Odi, und ich wollte gern das Haus mir angucken. Hallo, Bernd. Na gerne, dann komm doch einmal in die Snapchat-Stadt zu Hilltop Drive 2. Da steht das wunderschöne Stück. Oh ja, okay, okay. Und eine Frage habe ich noch. Gehört das Haus wirklich dir? Ja, natürlich. Ich habe das gekauft. Das ist kein Problem. Kommen Sie einfach vorbei, dann kann ich Ihnen eine Tour zeigen. Geht das jetzt auch jetzt, weil es ist dunkel und ich kann morgen leider nicht? Es ist schon spät. Wie viel Zaster haben Sie denn? Oh, mach dir da mal keinen Kopf. Ich habe genug Geld. Na gut, dann sind Sie jederzeit willkommen. Ich komme gleich. Okay, bis gleich. Oh, ein Blödmann. Ich muss mich jetzt erstmal umziehen und dann wird er sehen, was er davon hat. Keiner kauft mein Haus und verkauft es weiter. So ein Doofkopf. Aber ich muss mich jetzt erstmal umziehen und das mache ich genau hier. So, ich muss mich beeilen. Oh, eigentlich habe ich gar kein Geld, aber was soll ich machen? Wir gehen hier rein. Dann muss ich mir hier etwas aussuchen. Ich habe noch ein paar Outfits über. Ich glaube, ich nehme einfach das Outfit hier. Ja, ich möchte das anziehen. So. Oh, ich bin... Ich brauche einen passenden Namen. Leute, schreibt mir mal gerne einen Namen unten in die Kommentare, wie ich heißen soll. Ihr habt immer so super coole Ideen. Deswegen, schreibt einfach mal einen Namen unten in die Kommentare, wie ich heißen soll. Okay, das Auto ist gelb. Das Auto kann nicht gelb sein. Wir müssen die Farbe des Autos nochmal ändern. Ich nehme die Farbe rot. Ja, Farbe rot, darauf wird er niemals kommen. So. Und okay, perfekt. Jetzt muss ich nur noch hoch zu ihm fahren und dann kaufe ich mir mein Haus zurück. So ein Blödmann. Und dann schmeiße ich ihn für immer raus und dann kann er gucken, wo er bleibt. So, wir müssen jetzt erstmal bis zur Kirche. Oh, ich muss hier reinfahren. Ich hätte mich fast verfahren, obwohl ich mein Haus selber sehr gut kenne. So, wir sind gleich da. Hallo, Odi. Okay, das funktioniert. Jetzt muss ich nach rechts. Und da ist er auch schon, der Blödmann. Ich sehe sein blödes Auto von hier. Wie hat er sich überhaupt diesen Cybertruck leisten können? Bestimmt, weil er mein Haus verkaufen will. So, jetzt hupe ich einmal. Und gehe rein. Oh. Hallo? Hallo. Ich wollte gern mir das Haus angucken. Wir hatten telefoniert. Sie sind Bernd. Na klar doch. Kommen Sie rein. Ja, genau. Ich bin Bernd. So. Okay. Ich zeige Ihnen mal das Haus. Also, hier haben wir die wunderschöne Tür. Die ist aus so coolem Bananenholz. Oh, Bananenholz. Genau, Sie müssen verstehen, das Haus ist nur aus Bananenholz gebaut, weil der davor hier gewohnt hat, der war ein bisschen komisch. Aber naja, egal. Kommen Sie mal mit in den zweiten Stock. Oh, zweiter Stock, ja. Feinste Mahagoni, Steine, Boden, Marmor und hier so ein super cooles Bett sogar. Und Sie können sich sogar da drauflegen und schlafen. Oh nein, ich habe die Klimaanlage angelassen. Ich meine natürlich, oh, die Klimaanlage, ich mach die mal aus, weil das ist ziemlich, ziemlich kalt, warm. Warum machen Sie die denn an und aus? Oh, ich dachte, ich probiere die, ob sie funktioniert. Ja, sie funktioniert, super. Na gut, dann kommen Sie mal mit in den Außenbereich. Außenbereich? Ja, klar. Mhm. Und zwar hier. Draußen haben wir 100.000 Euro Pool. Wow. Das ist mega cool. Und zwar zwei Stück. Einmal hier und
einmal hier. Mit Treppe sogar. Oh, das ist ja mega cool. Man kann sogar die Farben ändern. Ja, genau. Man kann sogar die Farben ändern. Das Haus gefällt mir wirklich. Ja, das Haus kostet 1,5 Millionen. Ich dachte, das kostet 300.000. Nö, ich habe eine Preisänderung gemacht, weil ich weiß, wie viel das Haus jetzt wirklich kostet. Pass auf, du heißt Odi, richtig? Genau. Und wie heißt du nochmal? Bernd. Ah, Bernd. Genau, Bernd. Stimmt. Also, Odi, ich kaufe dir das Haus für 150.000 ab. Bist du blöd? Nein, weil ich kann noch was dazugeben. Zum Beispiel? Ich habe einen Laden und da kannst du für immer kostenlos essen. Burger, Pizza und alles, was du willst. Okay, okay, Deal. Deal, okay. Kann ich die Schlüssel haben? Na klar, einen Moment. So, ich krieg hier eine Nachricht. Hier, bitte sehr. Nehmen Sie hier die... So. Dankeschön. So, oh, das ist super. Bitteschön. Dann überweise ich dir das Geld morgen früh direkt, ja? Super, perfekt. Dankeschön. Und viel Spaß in eurer neuen Wohnung. Dankeschön. So neu ist die gar nicht. Doch, doch, die ist neu. Die ist super neu. So, okay. Tschüss. Tschüss. So ein Blödmann. Der hat sie einfach für 150.000 verkauft. Der denkt wirklich, der kriegt von mir McDonald's. Oh, aber ich liebe McDonald's. So, jetzt brauche ich wieder mein Outfit. So, und jetzt gehe ich raus. Zack. Wo ist er hin? Oh, er ruft mich an. Oh, hallo, Odi. Brexit, du Dummkopf. Ich hab dein Haus verkauft. Du kannst es nicht glauben. Für 150.000 Euro. Und für immer lebenslänglich McDonald's kostenlos. Oh, wirklich, Odi? Ja. Das war irgend so ein alter Dummkopf. Ich hab den richtig über den Tisch gezogen, Brex hier. Hast du das wirklich? Ja. Oh, und ja, dein Haus ist weg. Ja. Ach so, und war der Dummkopf vielleicht, hieß der Bernd? Woher kennst du den? Ha, du Blödmann! Ich war Bernd! Ich hab dir das Haus einfach wieder zurückgekauft! Und die Schlüssel gehören jetzt mir, du kommst hier nie wieder rein! Und lass dir eins sagen, Odi, das wirst du noch zurückbekommen! Niemand verkauft einfach so mein Haus! Ich glaub dir das nicht, du Lügner! Ich bin jetzt gleich bei dir! Na, komm doch, ich leg schon mal auf! So ein Blödi. Ey! Na, Odi? Zeig die Schlüssel. Ich kann die Tür aufmachen für dich. Guck hier. Und wieder zu. Oh, Mann, ey, du Doofkopf. Das heißt, ich krieg keine Burger umsonst? Natürlich kriegst du keine Burger umsonst. Du kriegst nicht mal das Geld, du Dussel. Alter. Oh, Mann, ey. Was denkst du denn? Du kannst doch nicht einfach mein Haus verkaufen und so tun, als wäre nichts passiert. Na klar, Brexy, dann krieg ich Geld und kann mir damit Burger kaufen! Ja, jetzt hast du kein Geld, kein Haus und keine Burger, weil du darfst hier nie wieder bei mir wohnen, Odi. Such dir ein eigenes Haus und sieh zu, wie du zurechtkommst. Und jetzt verschwinde von meinem Grundstück! Oh Mann, ey, na warte, du Blödmann, du wirst das noch sehen! Werden wir noch sehen. Bis dann, mach's gut, du und dein blöder Cybertruck. Selber! Naja, Leute, was will der denn hier? So ein Doofkopf. Okay, wir haben es ihm gezeigt. Naja, Leute, ich glaube, er wird mich gleich noch pranken. Deswegen müssen wir uns darauf gefasst machen. Oh, Mann, ey. Ich sollte jetzt aber schlafen gehen. Ich bin schon ziemlich müde und die Alarmanlage sollte ich auch anmachen. Ah, Leute, Mann, ich gehe jetzt ins Bett. Schaut das Video unbedingt noch weiter an, denn jetzt wird's viel cooler. Er hat mich angerufen und hat gesagt, er wird mich gleich abholen. Er müsste jeden Moment da sein und dann gehen wir einen Schatz ausbuddeln. Er hat mir schon wieder geschrieben. Brexy, komme. Oh, wie cool. Warte, ich schreibe ihm, ich warte. Ich warte vor der Tür, schreibe ich ihm. Text. Ich warte vor der Tür. Snapchat ist so cool. Odi. Hä? Was geklingelt? Er ist ja schon da. Hallo, Odi. Hallo, Brexia. Erzähl mir von der Schatzkarte. Woher hast du die?
Das darf ich dir nicht erzählen. Aber ich habe einen Schatz! Wo hast du diesen Schatz? Oh Mann, Braxy, jetzt frag doch nicht so viele Fragen. Oh Mann, okay. Ich pack mein Auto aus. Komm mit. Komm schon, ich hab die Schatzkarte in meiner Hand. Und wo müssen wir hinfahren? Komm mit, ich sag's dir. Okay. Okay, also, du fährst jetzt einmal nach rechts. Okay. Und dann nach links. Hä? Und was gibt es dort? Hast du schon... Was steht denn auf der Schatzkarte? Auf der Schatzkarte steht... Von dem alten Pirat Joe. Oh, oh, die Polizei ist da. Warte kurz, Braxy. Der Schatz ist versteckt unter einem Stein im Sand. Hä? Müssen wir dann zum Strand? Ich glaube schon. Also das X markiert die Stelle, sagt er. Und da steht noch drin, das ist ein geheimer, verfluchter Schatz von einem Pirat. Oh, verfluchter Schatz, wir werden reich, Odi. Okay, wo lang? Rechts oder links? Du musst jetzt genau hier zum Strand mal reinfahren. Okay. Und dann? Und jetzt fahr mal rechts. Nach rechts? Okay. Okay, hier steht, wenn Sie am Strand sind, fahren Sie bis zum Berg. Okay, dann bis zum Berg. Nach hinten, Briggs hier. Boah, wenn wir jetzt den Schatz finden, das wäre so cool. Das wäre super cool. Warte mal, Braxy. Ja? Ich glaube, das ist auf der anderen Seite. Oh, die. Okay. Naja, wir schnappen uns den Schatz. Oh, Leute, ich bin so aufgeregt. Was wird es wohl in dem Schatz geben? Schau das Video unbedingt bis zum Schluss an, wenn du herausfinden willst, was in dem Schatz drin ist. So, also müssen wir jetzt zur anderen Seite. Boah, Odi, du hättest die Schatzkarte richtig halten müssen. Entschuldigung, aber da stand auch, nur die Blöden kriegen den Schatz nicht. Oh, hier sind Steine, warte mal. Okay. Warte. Aber ich sehe hier nichts. Das X markiert die Stelle, meinte der. Und hier auf diesem Brief steht... An Steinen. Aber du hast auch gesagt, man sieht einen Berg. Vielleicht müssen wir weiter nach hinten fahren. Denkst du ganz da nach hinten? Oh, komm mit. Ich sehe hier kein X. Oh Mann, ey. Oh, denkst du, wir werden reich, Brax hier? Oh, das wäre so cool. Oh, wir kommen hier nicht rüber. Oh Mann, ey. Wir müssen zurück zur Straße. Aber nicht schlimm. Hast du eine Schaufel dabei? Eine Schaufel? Lass mich kurz gucken. Ja, hab ich. Oh, wie cool. So, jetzt müssen wir hier noch irgendwie rauskommen und dann sind wir gleich beim Schatz. Hast du jemanden von dem Schatz erzählt? Nur dir. Und du hast keine Snapchat-Story gemacht? Keine einzige. Okay, jetzt, Odi. Warte, Braxy, noch nicht gucken. Hast du gemacht? Du löschst das jetzt gerade, oder? Nein. Ich habe eine drin, aber man kann da nicht lesen. Ich habe dahin geschrieben, ich habe es extra zensiert. Schatzjäger! Oh, Odi! Oh Mann, ey, das ist doch cool. Ich muss doch den Fangirls immer was bieten. Aber du musst denen doch nicht verraten, dass wir auf einer Schatzjagd sind. Guck mal, hier sind Steine und hier ist ein Berg. Und der Berg! Das muss hier sein. Hol deine Schaufel, Braxy! Warte, ich hol meine Schaufel. Schau. Hä? Ich finde die nicht. Mann, ja. Oh, Mann, du blöd Mann, nimm. Danke, Odi. Los! Komm! Der Schatz müsste ungefähr hier irgendwo sein. Krab, los, krab, Rex hier. Aber hier ist nichts. Warte mal. Oh, warte mal. Hier ist der Schatz. Hier, grab hier! Okay. Odi, wenn hier nichts ist, was dann? Ich glaube, Mann, hier ist nichts, Odi. Aber hier steht's. An dem Berg mit Steinen und da graben. Und das ist genau der Punkt, wo du gerade stehst. Oh, Odi, ist das eine echte Schatzkarte oder nicht? Das ist die Karte und das ist die Rückseite, aber das konnte ich nicht lesen. Oh,
Diese Karte ist fake. Mann, diese Karte ist nicht echt, du Blödi. Lass nach Hause fahren. Dann lass ich das hier liegen. Mann, aber ich konnte das nicht lesen. Entschuldigung, Braxy. Wir haben trotzdem Spaß. Ja, es hat schon Spaß gemacht, aber irgendwie war das auch ein bisschen gruselig. Du hast recht. Vor allem war das voll gruselig, weil die Karte habe ich nicht einfach so gefunden, Braxy. Warum geht das Radio so komisch an? Das Geräusch war auch da, als bei mir gestern Abend geklingelt worden ist. Bei dir wurde gestern Abend geklingelt? Ja, und dann lag die Schatzkarte da unten. Hä? Wieso hast du mir davon nichts vorher gesagt? Weil ich reich sein wollte und ich dachte, der Schatz wäre wahr. Und du hast gesagt, es ist eine verfluchte Karte? Ja, meinte der. Also der Schatz. Oh Mann, Odi, was wenn das eine Geisterkarte ist? Und Braxy, ich habe Angst vor Geistern, hör auf! Okay, ich bring dich jetzt nach Hause, okay, Odi? Na gut. So. Hier, steig aus und komm nie wieder. Ich habe einen Snap bekommen. Oh Mann, du Blödmann, tschüss! Tschüss, Odi. Alter, Leute. Schon wieder geht mein Radio an. Hört ihr das? Das hört sich nicht gut an. Oh Mann, ich sollte nach Hause gehen. So, muss ich hier parken. So, und fertig. Alter, Leute. Odi hat einfach eine verfluchte Schatzkarte gehabt. Was, wenn wir einen Geist freigeschaltet haben? Oder einen Monster? Oh, das wäre gar nicht gut. Hä? Eine Tür ist auf. Seht ihr das? Die Tür war doch zu, ich weiß das. Ich muss mir mal die Kameras anschauen. Jemand war bei mir zu Hause. Oh, das bin ich. Ist hier drüben? Oh, was passiert gerade mit der Kamera? Seht ihr das? Oh nein, oh nein. Oh, schnell raus, schnell raus, schnell raus. Hä? Ich glaube, die Kameras sind kaputt. Hallo? Ich mach die Tür zu. Ist hier jemand? Hallo, ich rufe die Polizei, wenn hier jemand ist. Naja, ich glaube, hier ist niemand. Ich mache einmal ganz kurz die Klimaanlage an, weil es ist ziemlich warm. So. Perfekt. Und den Staubsauger. Oh, ich liebe den Roboter-Staubsauger. Jetzt setze ich mich erstmal hier in. Ruf Odi an. Hallo? Odi, ich höre dich nicht. Dein Mikrofon. Was ist, du Blödmann? Odi, bei mir war die Tür auf. Weißt du, ob ich zufälligerweise die Tür auf oder zu hatte? Du bist rausgekommen, also hattest du sie auf, aber man darf ja nicht gehen, ohne die Tür zuzumachen. Genau, aber die Tür war bei mir offen, Odi. Denkst du, das hat was mit der Karte zu tun? Warte mal kurz, ich habe was gehört. Bleib mal dran. Leute, habt ihr das gehört? Da hat doch irgendjemand gelacht. Odi, bist du das? Das ist nicht lustig, Odi. Odi? Irgendwas stimmt nicht. Odi, irgendwas stimmt mit Odi nicht. Der hat auf einmal nicht mehr geredet. Ich muss schnell zu Odi rüberlaufen. Odi! Oh nein, nicht, dass meinem kleinen Bruder etwas passiert ist. Oh nein, Leute. Ich hoffe, es ist nichts Schlimmes passiert. Odi! Komm schon, bitte, 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 mach die Tür auf. Mach die Tür auf. Odi, mach die Tür auf. Odi? Odi, bist du hier? Das kann doch nicht wahr sein. Odi? Mein kleiner Bruder hat Angst, alleine rauszugehen nachts. Das ist gefährlich. Er muss doch hier irgendwo sein. Odi! Dein Auto ist auch noch da. Er würde niemals ohne sein Auto gehen. Oh nein, schläft er vielleicht? Odi, bist du am Schlafen oben? Nein, deine ganzen Türen sind offen. Wo könnte Odi bloß sein? Odi, bist du am Duschen? Oh Gott, Leute, Odi ist weg. Ich muss schnell nach unten.
So. Und die Tür wieder zumachen. Den anrufen, ich muss ihn anrufen. Komm schon bitte, Odi, es ist dunkel, du darfst nachts nicht rausgehen. Odi? Wer bist du? Oh nein, Leute, habt ihr das gehört? Es muss ein Monster gewesen sein. Und wartet mal, erinnert ihr euch noch an die Schatztruhe? Die Schatztruhe war verflucht und Odi hat sie gefunden und er hat gesagt, irgendjemand hat bei ihm geklingelt. Oh Gott, nein, er wurde bestimmt entführt. Hat mir einen Snap gesendet. Was ist das? Oh nein, ich muss schnell nach Hause und die Türen zumachen. Warte mal, ich habe eine Idee. Leute, seht ihr das in der Kamera? Da ist doch jemand. Ich drehe mich jetzt langsam um. In 3, 2, 1. Ihr habt ihn doch auch gesehen, oder? Oh nein! Noch ein Snap. Da stand ich. Ich stand da doch gerade noch. Oh Gott, nein. Ich muss schnell die Tür zumachen. So. Oh nein. Wer bist du? Ich hab Odi. Was hat Odi dir getan? Oh nein, dieses böse Monster schreibt mir gerade, Leute. Er hat Odi. Du bist verflucht, so wie Odi. Oh, ist das wegen der Schatzkarte? Oh, bitte nicht, bitte nicht. Komm schon. Nein. Ja. Oh, Mist. Lass mich in Ruhe. Ich habe damit nichts zu tun. Oh, er schreibt, Leute. Ich komme dich holen, Braxy. Oh, nein. Wo kann ich mich verstecken? Wartet mal. Gehe ich ihn hier irgendwo? Ihr müsst mir jetzt helfen. Seht ihr irgendwo dieses böse Monster? Vielleicht auf der anderen Seite. Hier oben vielleicht? Oh, aufmachen? Ist er? Nein, ich sehe ihn nicht. Okay, gut. Das ist schon mal sehr gut. Ich sehe das Monster auf jeden Fall nicht. So. Oh Mann, wir müssen Odi aber befreien. Irgendwo muss Odi sein. Aber ich weiß nicht, wo er sein könnte. Wartet mal. Vielleicht hat er ihn bei der Schatzkarte versteckt. Dort drüben, wo wir heute am Strand waren. Genau, da fahre ich jetzt hin. Und vielleicht ist da Odi und er kann befreit werden. Oh, schnell. Mal kurz gucken, ob ich ihn hier irgendwo sehe. Nein, okay. Ich muss schnell raus. Raus. Tür zu machen. Und die Garage hochfahren. Oh, ich muss mich beeilen. Noch ein Snap. Oh, er muss hier irgendwo sein. Ich muss schnell weg hier. Oh, er hat ein Foto von mir gemacht. Oh nein, ich sehe ihn aber nicht. Okay, wir müssen ganz schnell zum Strand fahren, glaube ich. Wartet mal. Wer hier irgendwo? Er hat irgendwo von hier ein Foto. Oh, ich glaube, ich habe ihn gesehen. Oh nein, ich muss schnell zum Strand fahren und Odi retten. Das darf doch nicht wahr sein. Immer hat Odi Probleme. Oh, verflucht und zugenäht. Vielleicht muss ich zur Polizei. Wartet mal. Arbeitet einer noch bei der Polizei gerade? Oh? Hallo, ist hier jemand? Hallo, mein kleiner Bruder. Hier ist ja keiner. Hallo? Oh, wartet mal. Hier ist die Waffenkammer. Ich schnapp mir jetzt einfach eine Waffe. Ich nehme den Taser hier. Dann kann ich den schocken. Oh, sehr gut. Falls das böse Monster jetzt kommt. Schnell zum Auto wieder. Und rein da. Und jetzt muss ich zum Strand. Und zum Ort, wo ich die Schatzkarte gefunden habe. Beziehungsweise Odi.
Oh, vielleicht ist da ein Hinweis, dem wir folgen können. Und dann finden wir Odi. Oh Leute, ihr müsst jetzt unbedingt ein Like da lassen, wenn ihr Odi auch finden wollt. Ich brauche nämlich... Was ist das denn jetzt? The police tried to catch me. Die Polizei wollte ihn verfolgen? Oh, deswegen ist die Polizei also nicht da. Okay, Leute, wir sind angekommen. Hier waren wir geparkt. Odi! Odi, ich bin da! Ha! Odi? Oh, hier ist das Schild noch. Wartet mal, Leute, wir müssen uns das Schild genauer angucken. Diese Karte ist fake. Hat das zu bedeuten? Diese Karte ist fake. Hier muss Odi irgendwo sein. Odi! Odi, bist du hier drüben? Dein großer Bruder ist da. Odi! Oh Mann, Leute, ich finde Odi nicht. Odi, bitte, ich bin jetzt hier. Ich habe eine Pistole. Was ist das denn jetzt? Odi! Odi! Odi, bist du's? Ich komme! Oh nein, Odi, was hat er mit dir gemacht? Hilfe, Braxty! Wo ist er? Warte, ich fahr weg, ich fahr weg! Nicht fahren, nicht! Hä? Warum? Raus! Raus! Hä? Schnell weg hier! Was ist passiert? Erzähl mir alles! Erzähl ich dir gleich weg hier! Okay, okay, okay! Steig ein, steig ein! Wer war das, Odi? Der hat Fotos von mir gemacht. War der Monstergeist. Und was hat er mit dir gemacht? Der hat mich entführt, Braxty. Und der wollte eine neue Crew aufbauen. Was heißt eine neue Crew? War der Pirat. Der Pirat? Du hast... Die Karte war gar kein Fake. Die war echt? Die soll kleine Kinder anlocken, Braxty, zu diesem Monster. Und dieses Monster versucht wieder, der Pirat zu werden. Odi, ich glaube, wir werden verfolgt. Oh, sie ist bestimmt das Monster, Braxty. Fahr weg, bitte. Okay, ich fahr geradeaus. Fährt sie uns hinterher? Oh. Okay, nein, warte. Jetzt kommen wir in den Gruselwald. Hä? Aua! Oh, die verfolgt uns. Steig schnell ein. Odi, schnell, schnell, schnell. Was wollte die von uns? Ich habe keine Ahnung, Braxty, aber wir müssen weg hier. Okay, Odi, wir müssen hier schleunigst aus der Stadt erstmal verschwinden und uns Hilfe holen von Geisterjägern. Du hast recht, Braxty, komm schon. Hol das GPS raus und dann fahren wir zu den Geisterjägern und die werden uns bestimmt helfen. Na gut. Warte mal, werden wir von denen auch verfolgt? Ja, ganz bestimmt, Braxty. Wir werden von der ganzen Stadt verfolgt. Bist du doof? Ja, was weiß ich, Odi. Hast du schon mal einen Geist gesehen, der ein Pirat ist? Natürlich nicht. Und es wird wieder Tag. Und das Einzige, was ich weiß, ist, Geister sind bei Tag nicht da. Okay, dann sollten wir jetzt schleunigst zu mir gehen und einen Plan machen. So, steig aus. Ich fahr das Auto runter. Runter mit dir. Und jetzt komm, mach die Tür auf. Aua, du hast sie wieder zugemacht. Du hast sie zugemacht. Okay, Leute. Odi und ich sind jetzt in Sicherheit. Aber wir brauchen einen Plan, was wir machen sollen mit diesem Monster, mit dem Piratenmonster. Deswegen brauchen wir jetzt deine Hilfe. Lass ein Like da, abonniere den Kanal, wenn du es noch nicht gemacht hast. Und schreib unten in die Kommentare, was wir machen können. Und check auf jeden Fall Odi ab. Der macht auch richtig coole Videos. Und bevor du gehst, noch diese zwei, die jetzt kommen. 3, 2, 1. Brax, 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 Braxy. Braxy abonniert Braxy, bitte.